Ja, hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Patchwork Modellbau. Es ist wieder Mittwoch, das heißt neue Woche, neues Glück mit dem Schlachtschiff Bismarck und zwar der heutigen Ausgabe Nummer 26. So, ja, es ist wieder Bastelzeit, das heißt, die nächste Ausgabe liegt bereit und es wird mal wieder Zeit, was Neues zu tun. Ausgabe 26 ist heute dran und ja, wir haben ein schönes großes Paket an Bauteilen. Da widmen wir uns dem Teil gleich. Zuerst, wie gewohnt, erstmal ein Blick in das Heft von heute. Und zwar in der Bismarck-Geschichte und Schicksal gibt es sonstige schiffstechnische Anlagen, Teil Nummer 1. Nachdem die drei Hauptgruppen der technischen Anlagen, Antriebsanlage, elektrische Anlage und Schiffshilfsanlagen abgehandelt sind, wenden wir uns der sonstigen Schiffstechnik der Bismarck zu. Die dazu gehörenden Anlagen gewährleisteten, dass sich das Schlachtschiff in fahrbaren Gewässern sicher navigieren ließ. Wie zum Beispiel haben wir hier eine Seitenansicht des Bugbereichs der Bismarck. Links erkennt man mehrere Striche. Die backbordvorderen Tiefgangsmarken sind das. Der sichtbare Wasserpass lässt vermuten, dass das Schlachtschiff nicht voll ausgerüstet bzw. beladen war. Hier sieht man ja eben noch ein Stück von dem Bereich, der eigentlich sonst unter Wasser ist. Ja, weitere Details gibt es dann hier natürlich auch, wie zum Beispiel die Tiefgangskontrolle, das Echolot, der Frischwassererzeuger. Alles kann man heute hier nachlesen. Dann geht's weiter mit der Legende der Kriegsschiffe, die Karavelle. Ursprünglich ein Fischerboot für die Küstenschifffahrt, wurde die Karavelle im 15. Jahrhundert in Portugal zu einem hochseetauglichen Schiff weiterentwickelt. Die großen Entdecker vertrauten auf diesen Schiffstyp wegen seiner hervorragenden Steuereigenschaften. Und hier haben wir auch ein paar, was jetzt Zeichnungen sind oder Skizzen, weiß ich jetzt nicht, aber hier haben wir zum Beispiel die drei Schiffe, die mit denen Kolumbus 1492 seine erste Entdeckungsreise machte, von links nach rechts: Pinta, Santa Maria und Nina. Entschuldigung. Die beiden kleineren Schiffe waren typische Längssegelkarawellen mit Lateinsegeln an den hinteren drei Masten, ein Holzstich, okay, um 1860. Sehr schön. Und dann noch ein weiteres Thema: der Seekrieg 1939 bis 1945, Handelsstörer der Kriegsmarine. Anfang 1940 setzte die deutsche Kriegsmarine einen Schiffstyp ein, der trotz unzureichender Vorbereitung ansehnliche Erfolge erzielte. Die schweren Hilfskreuzer erfüllten ihre Aufgabe als Handelsstörer zur vollen Zufriedenheit der Seekriegsleitung und bereiteten der Royal Navy einiges Kopfzerbrechen. Im Grunde stellten sie eine moderne Version der ruhmreichen Korsaren der vergangenen Jahrhunderte dar. So sieht's aus. Ja, das soweit zu den Themen der heutigen Ausgabe. Jetzt geht es dann aber weiter mit dem Bau unserer Bismarck, dem Weiterbau unserer Bismarck. Ja, Ausgabe 26, was gibt es heute? Und das Erste, was mir gerade aufgefallen ist: das, was hier steht, stimmt aber nun so gar nicht mit dem überein, was hier liegt, beziehungsweise was wir heute tun. Hier steht nämlich die erste Struktur des Aufbaudecks. Das gab es doch schon mit Ausgabe 21. Ich glaube, das war das erste Stück der Aufbauten, als wir das bekommen haben. Da hieß das genauso. Ja, gut, ist so. Außerdem habe ich gesehen, in einem anderen Video gesehen, dass letztes Mal, als wir den rechten oberen Abschnitt vom Rumpf angebracht haben, das war schon der rechte, aber genannt wurde im Heft der linke. Also ja, man sieht hier, bleiben einige Druckfehler nicht aus, solange das Modell an sich aber ja läuft und da die richtigen Bauteile geliefert werden, ist ja alles gut. Dann ist das nur halb so dramatisch. Ja, worum geht es heute? Wir bekommen hauptsächlich ein ganz großes Bauteil. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich freue mich immer, wenn es große Bauteile gibt, dann sieht man richtig, wie das Modell wächst, ehrlich gesagt. Und zwar gibt es heute dieses dicke Teil hier. Das ist unser Brückendeck. Die zweite Ebene, kann man sagen, der vorderen Aufbauten. Ich zeige es mal von nahem. Hier oben sehr schön vorab schon lackiert, sehr schick, sehr schön. Und an den Wänden rundherum viele schöne Details, die man sehen kann, die alle schon vorgefertigt sind. Und hier auch nochmal der Vergleich: damals bei der Holz-Bismarck musste man all das hier nicht vielleicht ankleben, aber zumindest war diese Außenwand komplett aus Messing. Die Messingteile, die mussten wir erst zurechtbiegen, gerade hier sehr spannend mit der Einkerbung hier drin. Ja, das war eine Riesenarbeit, das kann ich schon mal sagen.
Aber irgendwie hat es geklappt. Aber natürlich, wenn man es so schon vorgefertigt bekommt, da ist das natürlich deutlich einfacher und es sieht natürlich sehr gut aus. Ja, das gibt es, aber längst nicht alles. Nein, nicht nur das, sondern wir bekommen zwei Gussäste aus Plastik und zwar einen mit ein paar Details für das Brückendeck. Auch schön alle nummeriert von 1 bis 10, hauptsächlich Türen, teilweise ein bisschen abgeschrägt. Sehen wir das hier, aber auch ein paar weitere Details. Alle dabei, die lösen wir gleich alle der Reihe nach. Und wir bekommen vier Feuerlöschschläuche. Die sehen erstmal relativ gleich aus. Die sind auch schon, wie man hier sehen kann, komplett bemalt, so wie sie sein sollen. Aber wir sehen, die sind auch einzeln nummeriert. 1, 2, 3. 1, 2, 3 und 4, so rum. Und diese beiden sind gleich und diese beiden sind gleich, aber die sind zwar gleich untereinander, aber diese sind ein Stück breiter und die ein bisschen, ja, rundlicher. Die sind schon eher so ein bisschen ovalförmig. Liegt daran, dass sie an den verschiedenen Orten befestigt werden. Und ich muss schon im Vorfeld sagen, ich muss mal eben gucken, welche Teile das sind. Das sind die Nummern 1 und 2. Das heißt, die beiden kleineren, würde ich schon sagen, diese beiden hier. Ich begehe heute ein klein wenig Arbeitsverweigerung. Diese beiden werde ich noch nicht anbringen. Das hat den Grund, ich werde ja die Tarnbemalung an meinem Modell erweitern über die Aufbauten. Und genau in dem Bereich, wo die beiden Teile dran sitzen werden, verlaufen die Streifen. Und für den Fall, dass ich da nochmal nachbearbeiten muss, das kann sein, muss nicht, aber kann, habe ich da ein Problem, wenn ich die nicht, nämlich schon dran klebe und die ja eine ganz andere Farbgebung haben. Das müsste ich dann entweder abkleben oder überlackieren oder ja, abkleben oder ansonsten wird das gnadenlos überlackiert werden. Deswegen werde ich diese erst anbringen, wenn ich mit der Tarnbemalung in dem Bereich tatsächlich fertig bin. Die anderen beiden, die bringen wir aber an, die sind ein bisschen weiter hinten. Gut, aber das ist immer noch nicht gewesen. Wir bekommen dazu einen Schraubbeutel, eine Halterung und ein bisschen Elektronik. Ja, ein neues LED-Kabel bekommen wir geliefert. Und zwar ist das das erste der beiden Seitenlichter. Die werden nämlich einmal auf dieser Seite und auf dieser Seite eingefügt. Kommt gleich alles noch. Und eins davon ist grün, das andere davon ist rot. Das ist hier das erste Seitenlicht. Das wird das grüne sein. Hier ist irgendwo gerade auch noch so ein kleiner Aufkleber gewesen. Da ist er. B5 zeigt er, den müssen wir auch gleich anbringen. Damit wir am Ende identifizieren können, welches Kabel welches Licht am Ende ist, damit wir das wahrscheinlich am Ende alles in die dazugehörige Platine richtig einsetzen können. Und ja, ich wage gleich am Ende nochmal einen kleinen Versuch, wenn alles fertig gebaut ist. Ich probiere das LED mal zu testen. Und zwar dachte ich mir, ich habe schon gelesen, teste das bloß nicht einfach nur mit der Batteriebox, das könnte die LED durchbrennen. Mache ich auch nicht, keine Sorge. Ich probiere das mal anders. Und zwar habe ich schon gerade im Vorfeld gesehen, der Stecker hier ist identisch mit dem Stecker von dem Buglicht, was wir schon haben. Und das sitzt ja in der Platine von dem ersten Abschnitt vom Oberdeck. Und da knipse ich den einmal raus, das Buglicht, das Kabel fürs Buglicht, und stecke den einmal rein. Und dann kann ich das ja mit meiner kleinen Testplatine dann, Testfernbedienung, dann testweise zum Laufen bringen. Mal gucken, ob es klappt. Bin gespannt. So, ich würde sagen, ich räume mir ein klein wenig auf, bereite alles vor, hole euch ein kleines Stück mehr und dann legen wir erstmal los mit den Details für das Brückendeck. So, vorbereitet ist alles. Alle diese kleinen Teile, die wir jetzt hier haben, die brauchen wir gleich. Wir werden die einzeln erstmal raustrennen aus dem kleinen Ast hier. Und zwar das, was wir auch brauchen. Und zwar legen wir los mit dem Teil D1. Das ist gleich das erste Stück hier. Das soll, soweit ich das richtig sehe, hier in diesen kleinen Schlitz rein. Tun wir. Und das Teil ist wirklich ziemlich klein. Das kann ich jetzt schon mal sagen. So. Seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht, aber ja, sollte jetzt nicht so dramatisch sein. Da gibt jetzt noch ein paar Reste, die man eventuell mit abschmögeln muss. Soll ja auch halbwegs gut aussehen, das Ganze. So.
Da haben wir das gute Stück, riesig, man kann es schon kaum sehen. Das wird jetzt eingesetzt. Ich glaube, da gibt es auch gar keine Richtung hier rum jetzt. Nö, nicht wirklich. Ja, das werden wir dann einfach mal einsetzen. Dazu ein bisschen Sekundenkleber. Einige nehmen auch Plastikkleber, geht wahrscheinlich genauso. Aber ja, Sekundenkleber geht auf jeden Fall deutlich schneller. Das kann man schon mal sagen. Wahrscheinlich so eingesetzt hier. Ja. Das sieht schon mal sehr gut aus. Haben wir hier einmal dran. Dann geht es weiter mit dem Teil D6. Das ist sogar noch kleiner. Das kommt hier in dieses noch kleinere Stückchen hinein. Da muss man wirklich richtig aufpassen, dass einem das nicht um die Ohren fliegt, wenn man das aus dem Ast raustrennt. Ich muss mir auf jeden Fall demnächst mal so einen Knipser besorgen, damit mir die Teile nicht um die Ohren fliegen. Das wäre dann doch sehr schade. So. Man könnte denken, es ist nur ein Abfall, aber so klein sind die Teile. Ja, und das kommt einfach in das kleinere Stückchen daneben. Jetzt habe ich schon zu viel Sekundenkleber, da braucht man wirklich nur eine Hand. Das heißt eine Handvoll. Eine Mikrohandvoll. So. Ups. Na komm. So. Haben wir das auch angebracht? Ich hoffe, ihr könnt das halbwegs sehen. Diese beiden haben wir jetzt einmal angebracht. Dann haben wir Teil D7 und D9. Das sind jetzt die Türen. Ich glaube, der Rest ist doch, glaube ich, fast nur noch Tür. Nehmen wir erstmal uns D7 vor. Wir bleiben hier auf der Seite. Und zwar D7, da haben wir es. So. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so spannend für euch, wenn ich die einzelnen Teile noch bearbeiten muss, aber ich möchte schon zeigen, wie das Ganze an sich aussieht und euch jetzt nicht vor vollendete Tatsachen stellen. So, das Ganze ist auch ein bisschen abgeschrägt, wie man hier vielleicht sehen kann. Und das werden wir jetzt hier vorne in dieses Stück mit einsetzen. Meine ich? Ja, doch. Dieses hier, diese Kerbe, die wir hier haben. Soll ein leichtes sein. So. Und eingesetzt das Ganze. Sitzt, wie es sein soll. D9 kommt als nächstes. Es ist eine einfache Tür. Auch ein bisschen abgeschrägt hier in dem Ast, aber kein Problem. Das ist diese Tür hier. Kann ich schon auf meinem kleinen Finger hier euch zeigen. Nee, da. Da seid ihr. Ist gar nicht so einfach, die Kamera zu finden, wenn man rangezoomt hat. Und das Ganze wird hier in die entsprechende Vorrichtung eingesetzt. Einmal hier. Fügt sich sehr leicht ein. Ich habe auch schon gesehen, bei der Facebook-Seite von Hachette oder von der Bismarck, da gab es einen, der hat diese Vorrichtung, wo ich das Ganze gerade eingeklebt habe, einfach komplett ausgefräst oder rausgeschnitten und dann die Türen etwas seitlich angeklebt, sodass die den Eindruck erwecken, dass sie offen sind. Auch nicht schlecht, also auch immer eine gute Idee. Das ist natürlich immer schön, wenn man selber auch nochmal Ideen von anderen sieht. Ich lasse es so, wie es ist, aber auf jeden Fall eine sehr gute Idee. So, dann geht es weiter hier vorne. Hier haben wir auch zwei Vorrichtungen. Eins und zwei. Und da kommen ebenfalls zwei Teile ran. Zuerst das
Bauteil D2. Das ist, ja, weder eine Tür noch irgendein Dach, würde ich sagen. Es wird auch nicht weiter, glaube ich, benannt. Ein Kästchen. Ja, okay. Na gut. Wenn die meinen, dann ist es so, jetzt ist es mir fast runtergeplumpst. Da haben wir es. Es hat auch hier so zwei kleine Arme dran. Und diese Arme gehen praktisch nach oben hier. Und das sind, selbst dafür sind zwei kleine Vorrichtungen mit dran. Dann komm, da ein wenig Sekundenkleber rein. Und ja, eingesetzt das Ganze. Dann haben wir noch, es bleiben noch ein paar Teile über hier. Die Hälfte haben wir geschafft. D4, das ist eine einfache Tür. Die kommt direkt darunter. Soll geschehen. So, wie rum mit dem Griff praktisch nach dort, also zur Backbordseite. Okay, ist auch angedeutet, sehe ich gerade, also da muss man ein bisschen genau gucken und dann ist das kein Problem, wie die Tür angebracht werden soll. So, das haben wir auch. Und dann haben wir eigentlich nur noch ein Teil auf dieser Seite, nämlich hier hinten. Und den Rest haben wir dann spiegelverkehrt auf der anderen Seite. Ich würde vorschlagen, dieses eine zeige ich euch noch. Den Rest mache ich gleich hinter der Kamera, damit es nicht allzu lang und allzu langweilig ist. Denn wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Das mache ich aber jetzt einmal noch. Das ist das Bauteil D5. Ein wenig Sekundenkleber rein. Wo ist es hin? Da ist es. Das ist auch sehr gut, dass die alle nummeriert sind. Das macht das Ganze deutlich einfacher. Ups. So, und damit haben wir das auch angebracht. So, damit haben wir diese Seite schon soweit mit den ersten Details versehen. Die andere Seite kommt jetzt noch. Das mache ich eben hinter der Kamera. Und dann geht es gleich mit der Montage des Seitenlichts. Ne, noch nicht ganz. Erstmal mit den Boilerschläuchen und dann mit dem Seitenlichtband. So, als nächstes haben wir hier unser Aufbaudeck. Und da wollen wir erstmal die beiden Feuerlöschschläuche anbringen. Wie gesagt, nur zwei von vier. Die anderen zwei werde ich gleich noch sein lassen. Denn, wie gesagt, ich warte noch ab, bis die Tarnbemalung hier, die ihr schon sehen könnt, direkt auch wirklich final ist. Dann werde ich die anbringen. Solange ich noch nicht hundertprozentig weiß, ob es stimmt oder nicht oder ob ich die eventuell nochmal verändern muss. Bis dahin werde ich das Ganze nochmal abwarten. So, die beiden anderen Feuerlöschschläuche, die aber nicht in diesen Bereich fallen, die hier sind, die werden, muss ich mal eben gucken, wo genau, hier vorne. Und zwar hinter der ersten Einkerbung einmal hier und auf der anderen Seite genauso angebracht. Jetzt muss ich mal eben gucken, was ist, aber ich glaube, das ist relativ, ja, doch nicht komplett egal. Sind die gleich? Ja, nicht hundertprozentig, aber okay. Zuerst haben wir dieses kleine Stückchen hier. Das sind übrigens mal von Namen. Ich hoffe, das kann man halbwegs. Kamerafindung, Schwierigkeiten da. Dieses Stück, ich hoffe, das ist halbwegs erkennbar. Ja, die bauen wir dann auch mit an. Da bekommen wenigstens die Seitenwände, die wir hier haben, auch so ein klein wenig extra Farbe, außer Grau. Abgesehen jetzt von meiner Tarnbemalung. Und das ist aber wieder schön, dass die einfach nur eingesetzt werden, die Teile. Während es klappt. Da habe ich gerade einen falschen gemacht. Das kann nämlich auch ganz schnell passieren. Ja, ich habe den falschen genommen. Okay, sorry dafür.
Da sieht man doch schon, also da kann man sie nicht verfehlen. Die sind ein bisschen anders geformt, also nicht so ganz rund die Teile und die passen auch wirklich nur auf eine Seite. Also da kann man nicht wirklich viel falsch machen. Das merkt man ziemlich schnell, wenn das nicht passt. Und das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Mit dem. Ist das richtig? Nee. Schon gewundert, warum das anders aussieht. Guck nochmal eben. Könnt ihr es wahrscheinlich gerade nicht sehen, aber ich muss gerade nochmal selber prüfen, ob das. Ah, okay. Wenn es einrastet, ist immer sehr schön. So. Da haben wir es auch den Schlauch entsprechend angebracht. Wie gesagt, die anderen beiden kommen dann später. So, damit haben wir das erstmal soweit durch. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu unserem Oberdeck, Brückendeck, was wir haben. Denn wir haben ja noch ein bisschen Kabellage. Und zuerst sollen wir erstmal das Ganze entwirren und den Aufkleber, den wir hier haben, um den Stecker wickeln, damit wir auch in der Zukunft wissen, was für ein LED wir haben. Wahrscheinlich werden die alle ziemlich gleich aussehen. Und zwar sollen wir die einfach hier so nicht um den Stecker, so kurz vorher, um den Stecker wickeln. Tun wir, gar kein Thema. Dann wissen wir auf jeden Fall, das ist Nummer B5. So, jetzt kommen wir zu der Halterung. Das ist dieses Stück hier, was wir bekommen haben. Da soll das LED hier oben in dieser kleinen Spalte eingesetzt werden. Da muss man eben gucken, wie rum. So hält er das Ganze. Und da soll die LED rein. Auf der LED ist zumindest zu sehen, dass das schwarze Kabel nach oben geht. Ist wahrscheinlich relativ egal, aber. Na, wobei, damit es nicht sich verdreht, das kann natürlich sein. Das wird hier oben einfach eingesetzt. So, haben wir getan. Muss ich oben blättern. Und dieses Stück wird jetzt auf der Unterseite von dem Deck auf der Steuerbordseite eingesetzt. Also genau hier unten. Verkehrt rum, so wie ich das sehe. Ich muss gucken, dass ich das auch richtig einbaue. Ach, hier ist übrigens, sehe ich gerade jetzt erst. Hier ist ein kleines R dran, also für rechts. Also noch einmal zur Absicherung des Ganzen. Ja, das Ganze wird hier dann praktisch eingesetzt. So, einfach draufgesetzt hier. Und da kommt jetzt noch eine Schraube rein, um das Ganze zu fixieren. Da haben wir zwei Schrauben bekommen. Was sind das überhaupt für welche gewesen? Habe ich das überhaupt erwähnt heute? Ich glaube nicht. Zwei Schrauben BP. Okay, alles klar. Wissen wir das auch? Ich merke schon, diese Folge wird sehr, sehr lange dauern. Ich hoffe, ihr habt Geduld heute mitgebracht. So, ein Schraubenzieher. Ich zoome schon mal wieder ein bisschen raus, weil viel mehr im Detail kann man jetzt gar nicht mehr erkennen. So, da kommt noch eine Schraube rein. So, und damit haben wir das Kabel soweit eingesetzt, wie man hier schön sehen kann. Und ja, dieses ist soweit fertig. Das ist, glaube ich, alles, was wir heute tun. Ja, zwei Sachen wollte ich jetzt auf jeden Fall noch erledigen. Einmal eine kleine Passprobe, ob das alles auch überhaupt so passt, wie man sich es vorstellt. Ja, hört sich schon mal gut an. So sieht das Ganze aus. Sehr schön bündig, wie man hier schön sehen kann. So soll es sein. Einmal rundherum. Sehr schön. Und wird aber noch nicht befestigt. Das kommt dann noch später. So, und wie versprochen, möchte ich jetzt einen kleinen Test durchführen, ob das, was wir hier jetzt eingebaut haben auf der Seite, ob das auch überhaupt geht. Und deswegen nehmen wir nochmal unser Oberdeck zur Rate, wo wir schon ganz viel Elektronik drin haben.
Und hier haben wir eine schöne Platine. Und dieses LED hier, was vorne das Buglicht war, ist, das bleibt ja so, habe ich hier vorne in dem Port 1 einmal rausgelöst. Und da kommt jetzt dieses Stück hinein. Es ist derselbe Stecker, also von daher habe ich da jetzt wenig Befürchtung, dass mir irgendwie gleich eine Birne durchbrennt. Schauen wir mal, ob das soweit klappt. Ja, also passend tut es auf jeden Fall schon mal, das ist schon mal sehr gut. Jetzt muss ich das Ganze nur noch mal anschalten, weil ich glaube, es ist gerade nicht an. Ne, ist gerade nicht an. Dann soll sich der Turm einmal noch kurz initialisieren. So viel Zeit muss sein. Soll er tun. Aber so sieht man wenigstens auch nach ein paar Wochen, nachdem wir das Ganze eingebaut haben, es funktioniert immer noch und die Batterien gehen immer noch sehr schön. So, das ist soweit fertig, aber das brauchen wir eigentlich gar nicht. Sondern wir wollen gucken, ob das, was jetzt hier eingebaut wurde, auch tatsächlich leuchtet mit dem Knopf S3. Ja, es leuchtet. Da kann man sehr schön sehen. Ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen. Da sieht man das Licht leuchten. Sieht man das? Ja, doch, das sieht man dort. Hier weiter unten kann man das aber nochmal etwas deutlicher erkennen. Ich versuche es ein bisschen dunkler zu machen, damit man es erkennen kann. Ja, doch. Man sieht's. Ja. Da haben wir soweit das Licht eingesetzt. Funktioniert auch so, wie es sein soll. Da wird, glaube ich, noch ein bisschen Details drankommen. Aber das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. So, ich räume ein bisschen zusammen und dann schauen wir noch dann weiter, wie es mit der nächsten Ausgabe weitergeht. So, ganz viel Gerödel haben wir hier auf dem Tisch. Das werde ich gleich nochmal alles sortieren. Kurz noch ein Blick in das, was uns dann in der nächsten Ausgabe erwartet. Und zwar gibt es in der nächsten Ausgabe sonstige schiffstechnische Anlagen Teil 2. Kommt für die Bismarck-Geschichte und Schicksal. Die Legende der Kriegsschiffe, der kleine Kreuzer und berühmte Seeschlachten, die Schlacht im Korallenmeer, das Ende der Lexington. Also, schweres Wort. Und natürlich ein paar neue Bauteile, die dürfen natürlich nicht fehlen. Und zwar geht es schon weiter mit dem nächsten Abschnitt von unserem Rumpf. Den haben wir letzte Woche erst den nächsten Abschnitt fertiggestellt und jetzt wird es bereits der vierte, den wir jetzt starten werden. Und zwar, hier könnt ihr schon sehen, einmal das nächste Kielstück, was wir bekommen werden. Und wir bekommen auch die Bauteile für das zweite Seitenlicht. Das wird dann wahrscheinlich genauso eingebaut wie dieses Mal. Das müsste dann das rote sein. Und das wollen wir natürlich dann auch genauso testen, wie es heute läuft. Ja, das soll es für heute erstmal so gewesen sein. Eine Sache kann ich noch erwähnen. Ich werde dieses Teil erstmal nicht lackieren, wie jetzt die ersten Bauteile, die ich schon im Eifer des Gefechts, sage ich mal, lackiert habe, da wollte ich das schon mal direkt testen. Das lasse ich noch soweit sein und zwar so lange, bis ich exakt weiß, wie die Thermalbemalung aussehen muss. Ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lange mit dem entsprechenden Rumpfteil, wo wir die Thermalbemalung dann sehen können. Sicherheitshalber habe ich mir auch die Ausgaben 21 und 23 einmal nachbestellt, damit ich auch die einmal als Ersatz habe. Die 23 habe ich schon bei mir liegen, wenigstens etwas, und die 21, da warte ich noch drauf, aber ich denke mal, die wird dann auch bald folgen. Gut, ja, das soll es soweit gewesen sein für heute. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben lasst. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, schreibt sie gerne in Kommentare, die lese ich mir alle natürlich durch. Und ja, mir bleibt ansonsten nichts weiter zu sagen als vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächste Woche mit der Ausgabe 27 wieder. Bis dahin, noch eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal.